Ich habe eine Sehnsucht nach der nächsten Katastrophe. Denn wenn wir gemeinsam leiden, fällt dieses Unbehagen ab. Herr Krausch! Ja? Ich weiß, Sie begehren die Kultur. Sie wollen mit ihr spielen. Und dann wollen Sie mit ihr schlafen. Dabei müssen Sie ständig an Ihre Vernichtung denken. Sie werden Ihre Vernichtung aber nie erreichen, obwohl Sie sie ewig anstreben, als den Zustand, der herrschte, bevor die Kultur in Ihr Leben getreten ist. Mach aus den Städten Schutt und Asche. Die Liebe zur Kultur ist eine Hassliebe. Ich will nie. Denn man kann Sorge tragen, dass einem die Kultur nicht die Seele raubt, aber man kann nicht verhindern, dass sie schwanger wird. Es wird immer ein Weitergeben. Und es wird endlich Zeit, uns aus unserer unverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Naja, das ist ja jetzt nicht meine erste Rolle. Also 50% Kaiserinnen, Prinzessinnen, 40% Prostituierte, 5% femme fatale, 3% Tierkostüme, 2% andere. Ja, aber jetzt gerade eben hier hätten Sie doch die Dichterin geben können. Ja, aber im Endeffekt hätte sich dann wieder rausgestellt, dass ich die Prostituierte bin. Der großartige Michael Ostrowski, Jahrgang 1975, ist einer der bedeutendsten Schauspieler seines Jahrgangs. Sein Talent steht außer Frage. Seine Professionalität wird ihm sicher noch viele große Rollen einbringen. Ihre Mann! Das ist wirklich mehr als Platz! Du bist sicher die Prostituierte, oder? Du bist sicher das Arschloch, oder? Ich will die Kinder weinen. Ich kenne keine Eifersucht, wir sind freie Menschen. Für Ruhm und Ehre im öffentlichen Bereich, wir kämpfen. Für Wichts und wieder nichts, völlig für nichts und wieder nichts. Wir arbeiten frei. Nur unsere Melodie erklingen. Alle Rollen sind gleich viel wert, Herr Darsteller. Ziehen Sie sich aus. Affection with culture is a love and hate relationship. Sie sind eine Sadistin. Ich bin ein professioneller Schauspieler und ich spiele auch unwürdige Rollen und ich werde in diesem Stück mitspielen. Wir kämpfen für nichts und wieder nichts. Wir arbeiten recht frei. Es wird alles wieder schön. Mann, what's up, Mann? Emma. Und halt die Ohren steif. Nummer! Alter, Mann. Warum schießt du auf mich? Nummer! Mann! Mann! Kannst du dich bitte an deinen Text halten? Der letzte Satz kommt im Skript genau nicht vor. We can fuck, but you will never get my soul.